Am nächsten Tage könnt ihr beim Herzog aufwarten, wie ihr es in euer Gesuch geschrieben hattet. Und dadurch, dass der Schreiber bzw. ihr natürlich einen gewissen Ruf habt, ist das auch kein Problem, sodass ihr dann am nächsten Tage, wie gesagt, beim Herzog in seinem kleinen Domizil vorsprechen könnt, in seiner Kanzlei. Er steht da wohl neben irgendwelchen Rucksäcken, die da gepackt werden für ihn. Er selber packt auch noch das eine oder andere ein, dirigiert den einen oder anderen Wolfengardist, der an ihm vorbeiläuft und gibt ein paar Befehle, wenn ihr dann auf ihn zutretet. Er ist also aktuell noch schwer beschäftigt. Ja, was kann ich für euch tun? Ihr wolltet noch einmal mit ihr sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr der tapferen Queste euch anschließt, dass wir zusammen in die Burg ziehen. Herr Hoheit, es ist uns eine große Ehre. Burg Drachenhaupt. Mit Pferden sind wir in 2 Tagen da. Ich habe noch ein paar, die dann nachkommen. Ein paar Vorräte, die geliefert werden, da die Passstraßen im Winter etwas gefährlich sind. Gut. Sind Entweder es die passiert erlaubt? gar nichts auf dem Weg oder aber der ein oder andere Drache, der uns angreift. Deswegen reise ich lieber mit mehr Bedeckung. Wenn ihr erlaubt, Euer Hoheit, gerade unseren Experten hier, ich zeige mal, indem wir vorbei auf Torgosch, würde interessieren, mit welcher Art von Drachen ihr es denn dort oben zu tun habt. Die meisten Perldrachen gehorchen dem. Muss gerade überlegen, was hatten wir gesagt, Apep? Apep ist der Markwart der Drachensteine. Mark, okay, danke. Gehorchen dem Markwart. Es gibt dort allerdings einige bösartige Höhlendrachen, die uns angreifen könnten. Sie sitzen meist in ihren Höhlen, aber wenn wir dem zu nahe kommen, immer mal wieder brechen, vor allem durch den Frost, neue Pässe auf, neue Höhlen, die geschaffen werden, neue Eingänge, neue Ausgänge und dann stehen sie plötzlich vor einem mit ihren 6 Beinen und trampeln uns nieder. Soweit werden wir es natürlich nicht kommen lassen. Ich freue mich zumindest, dass ihr euch der Reise angeschlossen habt. Ich weiß nicht genau, wie eure Aufträge in Yol'Ghurmak waren, aber immerhin habt ihr mir mehr Informationen beschafft, als ich in den letzten 5 Jahren bekommen habe. Hoffen wir, dass er sich verzeiht. Er guckt gerade, bricht den Satz ab, als ein Wolfengardist an euch vorbeiläuft, ein paar Koffer, ein paar Rucksäcke mitnimmt und einen leeren wieder hinstellt. Mit Lutisana von Perikum haben wir viele Informationen bekommen und werden noch mehr bekommen. Und ich bin sehr gespannt, was in Gareth dann zusammen mit dieser Schriftrolle von Ömer rauskommt. Oder der Schriftrolle von Leonardo. Würde Lutisana uns begleiten? In die Drachensteine? Nein, sie bleibt hier. Mein guter Freund Delo von Gernotsborn wird sie weiter verhören. Er wird es aus ihr rauskriegen. Wir versuchen es Hat erst auf euer. die liebe Art und Weise und danach schauen wir mal, was sie sonst hinterm Berg hervorhält. Hat euer Hoheit schon eine grobe Ahnung, wie lange es wohl dauern wird, dieses Verhör abzuschließen? Nun, ich gehe mal davon aus, dass ihr seht noch nicht ganz erholt aus, aber die Reise wird wieder anstrengend werden. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir wieder hier aufschlagen, wenn wir wieder eintreffen, dass ihr dann sie wieder mitnehmen könnt. Ich gehe mal so von einer Woche aus. Danach haben wir alles, was wir brauchen. Sehr wohl. Wir werden sie dann alsbald nach Gareth überstellen. Mit jedem Tag, den ihr auch hier verbringt oder wartet, werden die Pässe auch auftauen. Das kann uns also nur helfen. Dann, falls meine Begleiter keine Fragen mehr haben, geht kurz in die Runde. Nein, Euer Hoheit. Werden wir Eure Hoheit seinen Reisevorbereitungen überlassen. Gut, wenn ihr noch irgendwas braucht, sagt Bescheid. Wie gesagt, wir reisen mit Pferd. Ihr habt alle eins. Ja, zumindest stand irgendwas in den Berichten, dass ihr mit einer Quadriga hier eingeritten seid. Ihr werdet ihr Umbau nicht brauchen. In der Tat nicht. Es wäre allerdings mit großer Dankbarkeit empfangen, wenn Euer Hoheit sich erbarmen könnte, die Pferde satteln zu lassen. Sattel. Ja. Schließlich Leder haben waren wir. sie vorher im Spannwerk. Leder haben wir. Sattel. So sagt das den Schreibern, die sollen euch dann mit Sattel ausrüsten. Sie werden es ihnen Wenn in wir eurem haben zu Namen tun. vortragen.
Einen Tag hättet ihr noch. Wie gesagt, der erste Abend ist vergangen. Das war jetzt der zweite Tag. Einen dritten hattet ihr dann, bis es dann morgens losgeht. Irgendwann möchte wieder beim Ingrim Geweihten vorbeischauen und weiter lernen. Ich möchte ihn kurz abfangen, wenn wir draußen sind. Ja, immer. Was denn? Hat mir nicht zufällig bei einer Kleinigkeit helfen? Ich habe wenig Zeit. Warum? Naja, ich... Pass auf, vor den Toren ist doch dieses Zeltlager. Ja, da laufe ich den ganzen Tag rum mit dem Herrn Geweihten. Und ich habe versucht, meine Familie dort zu finden, aber es ist da drin schlimmer als in Kunchum. Sobald man aussieht, als hätte man Geld, hat man eine Traube von Menschen um sich, die einem alles Mögliche erzählt, was man hören will. Nur um ein paar Münzen zu kriegen. Und die Hälfte ist nicht mal wahr. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht helfen, jemanden zu finden. Also soll ich nach von Stattermors fragen? Genau. Da ich sowieso den halben Tag da rumrenne mit dem Geweihten, kann ich das auf jeden Fall zwischendurch mal fragen, wenn ich eine Minute frei habe. Klar. Gut. Vielen Dank. Ich gebe dir hier. Ich drücke dir mal ein paar Münzen in die Hand, so einen Gegenwert von 5 Dukaten. Vielen Dank. Für den Fall, dass du jemanden stechen musst. Ja, ich werde schauen. Dann wird Ömer sich aufmachen und durch die Stadt marschieren. Man hat vielleicht auch mal erfahren, vielleicht gibt es hier einen Alchemisten in der Stadt. Da möchte Ömer ganz gerne hin, bevor er sich jetzt zum geweihten Stell hinbegibt. Ja, Alchemisten hatte ich ja schon gesagt, den wirst du dann oben finden. Es gibt in Pereinefurten einen Markt und eine Händlergasse, eine Handwerksgasse, wo du dann auch einen Alchemisten finden kannst. Erkennst du ihn an dem rauchenden gelben Schlot? Also siehst du da wohl auch gerade wie der Zwerg, der Amboss-Zwerg. Du hattest nicht genau verstanden, was der mit der Gruppe zu tun hat, aber sitzt gerade schmauchend mit einer Pfeife in der Hand davor und wackelt und kippelt da mit so ein bisschen, so mit so einem kleinen Tritt. Gelehrter Herr? Was? Gelehrter Herr? Was willst du denn von mir? Ich soll Heiltränke kaufen. Ja, also ich kann dir welche verkaufen. Ist zwar nicht meine gute Stube hier, aber ich kenne mich hier aus und ich weiß, wo alles steht. Ja, dann würde ich ganz gerne 5 Stück nehmen. Du bist doch der Freund von Torgosch, oder? Ja, genau. Ich bin Dorosch. Brauchst du? Hier. Ja, ja, also Wasserpfeife rauchen wir bei uns im Süden. Hier, nimm mal einen Zug. Erreichte die Pfeife. Ja, man nimmt mal einen Zug von so. Ist das eine Wasserpfeife oder ist es jetzt hier eine Trockenpfeife? Nee, es ist eine trockene Pfeife, die ziemlich bitter schmeckt. Würfel mal eine Zechenprobe. Ja, schauen wir mal nach, wie immer das so abkann. Aber immer ist ein hartgesottener Typ. Mein ganzer Tabak ist weg. Mein Tabak, der kommt aus Xalosch! Können wir ihn einfach mit 2 Dukaten vergüten? Oh, war das gut. Ich krieg schon mehr. Behalt die Pfeife, ich kann mir eine neue schnitzen. Menschlinge. Ihr werdet niemals an so guten Tabak kommen wie wir. Ihr werdet unterirdisch angebaut. Zusammen mit den Pilzen. Gutes Aroma. Oh, der brennt ganz schön, aber ist gut. Halt die Pfeife. So, Tränke willst du haben. Ja, 5 Heiltränke. Heiltränke kriegst du. Moment, ich komme gleich wieder. Stiefelt er rein. Kommt wieder zurück mit einer Handvoll, hat er sich so alles in seine kleine Alchemistenschürze reingekippt und da liegen dann ja so 10 Heilträger drin. So, welche Qualität? Nimmt mal so ein bisschen umständlich. Standardqualität. Standardqualität. Standard ist so. Hält ins Licht, schwenkt so ein bisschen. Hier, das ist gut. Das, aber gibt kein Torgosch. Sagt Torgosch, wir dürfen keine. Achso, die wirken bei Zwergen nicht? Nee, das ist giftig. Achso, ja, gut, dass ihr mir das sagt. Ich weiß nicht, so richtig guter Drachenkrieger, keine Ahnung, was die. Müsstest du mal Malma fragen, aber. Nee. Ich hab noch Wundpuder und Paste, wenn du willst. Für Torgosch. Davon hab ich auch noch 8 Portionen Wundpulver, das reicht noch. Gut. Gib kein Torgosch, ich warne dich. Mach ich nicht. Und wenn ich 200 Jahre suche... Torgosch ist ein guter Begleiter, ich werd dafür sorgen, dass er das nicht kriegt. Und wenn ich 200 Jahre suchen muss, ich finde dich. So lange lebe ich leider nicht. So, viel Spaß mit deiner Pfeife. Ja. Was bekommt ihr? Gib mir... Standardpreis für Heiltrank mal 5. Also ganz normaler Einkaufspreis, nichts, was irgendwie teurer wird oder so. Ja, gut, zahle ich ihm das und dann gehe ich schnell zum Dings. Jetzt packe ich dir einen Rucksack und dann gehe ich zur Ausbildung.
Also du suchst auch gar nicht nach Stadtamor? Doch. Ich würde zwischendurch im Lager, wenn ich dann die Zeit habe, immer wieder zwischendurch mal fragen. Ja, er rennt ja da rum. Genau, die können natürlich noch erschwerter sein, weil ich ja wirklich jetzt hier nicht wirklich sehr viel Zeit dafür aufnehme. Aber 7, okay. Ja, haben wir mal eine 7. Versuchen wir mal. Das sind noch 7 Punkte übrig, trotzdem. Ja, dir fehlt natürlich dann die Kulturkunde der Tobrier. Die hatte Jalan dann noch übrig, aber du wirst dann noch irgendwie eine Mägdin, die gerade ziemlich, also so alt ist sie gar nicht, aber schon ziemlich grau geworden, mit eingefallenen Wangen, ist auch ziemlich dünn, steht dann da und schrubbt wohl Wäsche. Das ist wohl eine Mägdin aus dem Hause Schnattermoor, beziehungsweise auch Greifenmund gewesen, eine Mägdin. Isetraut. Ja, dann, wart ihr wirklich Markt bei den Schnattermoors? Ja, schon, mein Herr. Unter Bospa Bergenhus war ich Mägdin und dann später natürlich auch für die anderen Schnattermoors. Ja, man greift mal in die Tasche rein und holt mal 10 Heller raus und drückt ihr vorsichtig in die Hand. Danke. Hier habt ihr. Passt auf. Ich würde euch bitten, dass ihr in die Stadt geht und dann, ich weiß nicht genau, welcher Taverne wir untergekommen waren, Frosty. Wie heißt die Kupferkanne? Ist das hier? Das Wierendes Ross. Ja, dass ihr zum Gasthaus Wierendes Ross geht, denn dort ist noch ein von Schnattermoor. Der würde ganz gerne mit euch sprechen und hat ein paar Fragen und ich denke, dass er euch vielleicht auch noch ein paar Münzen in die Hand drücken wird und vielleicht sogar könnt ihr eine Anstellung hier bekommen. Wer ist es denn? Jalan Greifenmund von Schnattermoor ist der Hoherr. Der kleine Jalan lebt? Ja, er lebt. Er ist ein großer Held geworden und er ist hier. Ich merke, wie jetzt gerade die Tränen runterlaufen und die vor dir zusammenbricht auf die matschigen Straßen. Man zieht die Frau hoch und presst sie an sich vorsichtig. Nicht. Es ist alles gut. Er ist ein großer Held geworden und er hat viele, viele gute Dinge getan. Die Greifenmund sind ausgelöscht. Ja, nicht. Sie sind alle in Usilia gefallen. Ihr müsst es ihm sagen. Er wird euch bestimmt wiedererkennen. Und versucht die Frau noch zu trösten. Ja, sie schläft nochmal und drückt sich ihren Rotz in deine Schulter. Gar nicht so sehr absichtlich, aber jetzt gerade heult sie wie ein Krokodil. Wischt sich dann nochmal den Ärmel irgendwie trocken und geht dann mit verheulten Augen und den 10 Hellern in der Hand los. Man nimmt die Hand von ihr, schiebt sie auf jeden Fall zu, dass die Leute von außen nicht erkennen, dass sie 10 Heller in der Hand hat. Und schickt sie dann los Richtung dem Drachentor der Weidner zum Gasthaus. Während des Ross. Und dann wird man sich weiter seiner Arbeit widmen. Jalan, du sitzt gerade vor der Taverne oder was tust du? Ich sitze vermutlich in der Taverne. In der Taverne. Und versuche ein frühes Mittagessen zu mir zu nehmen. Ja, die Tür geht auf, so ein bisschen frische Luft kommt rein, der Hund, nass wie er ist mit seinem Fell, noch ein bisschen schlammig, guckt auch nochmal auf und legt dann wieder seinen großen Kopf hin. Und du kannst erkennen, wie wohl die alte Isetrut dann auf dich zukommt, mit völlig verheulten Augen kommt sie auf dich zu, zittert am ganzen Leib, knickt dann auch nochmal in die Knie ein, als du dich erhebst und fängt dann mitten in der Taverne liegen, kniend an zu weinen. Irgendjemand dabei? Irgendjemand bei Jalan? Ja, ich sitze wahrscheinlich daneben, hab angefangen meinen Bericht über Jolgor Mag zu schreiben, den ich der Inquisition geben wollte. Ein bisschen irritiert schaue ich auf. Isetraut, bist du das? Ich springe auf und geh erstmal zu ihr. Oh Herr, ihr bleibt so ein bisschen die Stimme weg. Oh Herr, ihr seid es wirklich. Sie versucht sich zu erheben und ja, versucht ihr übers Haar zu wuscheln. Ich lasse sie das erstmal kurz gewähren, versuche sie währenddessen dann erstmal in einen Stuhl oder auf eine Bank zu heben. Ist also noch am Leben? Ja, natürlich. Wie geht es den anderen? Sie sitzen im Lager. Einige nur noch. Wir sind nicht mehr so viele. Ihr lebt. Natürlich lebe ich noch. Was?
Was ist mit meiner Familie? Meinen Eltern? Haben sie es rausgeschafft? Was? Nein, ich... Sie wollten doch... Sie waren bei den Unterstützungen. Ich habe... zumindest die einen waren bei den Valusianischen Weiden und ihr mit Bospa Bergenhus in Usilia und ich weiß nicht, wir Dragudan, ich weiß nicht, Dragudan Greifenmund? Er wollte, glaube ich, zu den Mersings. Die Mersings. Was ist aus denen geworden? Wie seid ihr hinausgekommen? Wie viele seid ihr noch? Mit einem großen Flüchtlingszug, nachdem es gebrannt hat. Der ganze Himmel hat gebrannt, am Osten, im Süden, im Westen. Die Himmel haben gebrannt und dann kam irgendwann ein Geweihter, ziemlich verletzt, kam auf uns zu, gemeinsam mit einem von den Beilunkern. Und wir haben sie dann gepflegt und als sie dann zu sich kamen, haben sie gesagt, wir müssen Schnattamoy evakuieren. Wir müssen weg und er sagte erstmal die Straße in Richtung Westen. Wir müssen über den Pass und dann war der Pass abgeschnitten und dann mussten wir uns zurückziehen und dann gab es nur noch Pereine Pforten und das war eigentlich ja nur noch ein Dorf und dann ist das Dorf gewachsen und es kamen immer mehr. Von überall kamen Leute und aus den Drachensteinen und aus dem Süden, von Adlern und von Wolfenstein und von Firunsbrunn. Von überall kamen Leute und das wurde immer größer und von Haderstein und oh, so viele Menschen, aber ich hatte hier noch ein paar Mersings hatte ich noch gesehen, die kleine Myria habe ich noch gesehen, aber sie ist auch groß geworden. Sie war vor ein paar Wochen, war sie hier, gemeinsam mit ein paar anderen Rittern. Da waren drei Mersings, glaube ich. Drei Mersings waren hier, oder zwei. Und nein, aber Greifenmunds habe ich nicht mehr gesehen. Nun ja, du hast getan, was du musstest, als ihr vorzeit, nicht wahr? Wisst ihr denn etwas von Bospa? Nein, ich habe von ihm nie wieder gehört. Das Letzte, was ich hörte, war ja noch in der Stadt, als er fiel. Aber mir, du hast ihn gesehen. Ich erhebe mich unterdessen, um eine Tasse Tee für die Frau zu holen, damit sie sich ein wenig beruhigt. Und ihr lebt jetzt seit Jahren schon oben in diesem Feldlager. Ja, ich mache die Wäsche so gut ich kann für die Ritter, die Wappenröcke und alles, was so anfällt. Hat man euch denn keine richtige Anstellung gegeben? Irgendwo, ich weiß nicht, hier oder drüben in Flucht. Ich hätte fast Everit gesagt. Wie kann ich euch helfen? Soll ich mich euch anschließen? Wollt ihr uns hier wegbringen? Nein, derzeit nicht. Es gibt zu tun. Ich hatte gehofft. Wo wohnt ihr denn? Wohnt ihr in Balio? Nein, ich reise derzeit für das Reich viel. Plane mich irgendwann, wenn das alles vorbei ist, niederzulassen erst. Ich hatte gehofft, weißt du noch irgendwelche Schnattermaus, die am Leben sind? Irgendwo. Also, hier oder in Eberid unten oder meinetwegen in Gareth. Wir haben... Also aus Schnattermoor. Wir haben fünf Leute aus Schnattermoor, die oben bei uns in den Flüchtlingszelten sind. Aber keine Greifenmunde. Ja. Nun, immerhin seid ihr noch am Leben, nicht wahr? Das ist doch auch viel wert. Ja, erinnert ihr noch an den Stallburschen, Rako, der mit eurem Pferd. Rako, ach, um Himmels Willen, er hat sich einmal den Arm gebrochen. Ja, als er versucht hat aufzusatteln. Aus der Scheune, ja, genau. Genau, ja. Der hat's rausgeschafft. Der lebt, ja, ja. Sein Arm ist immer noch ein bisschen abstehend, aber er tut, was er kann mit seinen Verletzungen. Und Oscar, der Morflößer, der hat's auch geschafft. Der hat sich ein bisschen versteckt, der ist dann später nachgekommen. Ich glaube, nach einem Jahr taucht er hier auf. Er sagte, er hatte sich mit seinem Floß in dem Moor versteckt. Der hat's auch geschafft. Aber aus Schnattermoor gibt's sonst keine Nachrichten mehr. Meiner Familie ist fast zum Schluss gut gedient und das werde ich euch nicht vergessen.
Sobald ich kann, werde ich dafür sorgen, dass ihr, ich weiß nicht, eine Anstellung bekommt oder zumindest irgendwo anders leben könnt als in einer Zelthütte. Der kleine Jala. Du siehst, wie ihre Augen so ein bisschen glasig geworden sind. Sie ist wohl gerade in einer anderen Welt. Ich nehme ihre Hand, gehe da mit der Freien ein paar Münzen rein. Hier, nimm das erstmal, bring das am besten zu den anderen. Sie ist ganz woanders. Ja, du merkst wohl, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit von, naja, dieser traumatische Stress. Erinnert dich ein bisschen an die Esel, die du in Yolgomak führen konntest, wie du wolltest. So steht sie jetzt da, lässt sich von dir rumschieben, kannst die Hand schließen, aber sie ist gerade ganz woanders. Ich werde erstmal noch eine Weile schweigend bei ihr sitzen. Was tut Abelmir? Ich komme, nachdem ich geraume Zeit auf meinem Zimmer verbracht habe, die Treppe runter, erblicke diese Szene, wo Yalan, eine mir unbekannte Frau, die Hand hält. Iolaus sitzt anscheinend relativ unbekümmert, wie es mir ausscheint, und schreibt den Bericht so, als wenn er diese Szene probiert zu ignorieren oder sich am besten irgendwo anders hin wünscht. Ja gut, ich sitze halt daneben jetzt und ich habe der Frau einen Becher Tee gekauft, ihr hingestellt, setz mich daneben, höre so mit halbem Ohr zu, will nicht mich einmischen, aber ja, den Bericht habe ich erstmal feinsäuberlich zusammengelegt und Ich würde dann auch erstmal zur Theke gehen und probieren, diese Szene, möglichst viel Freiraum Yalan zu gewähren, mit dieser Frau zu sprechen oder was immer mit ihr macht. Und nachdem es auch eine Weile, anscheinend dauert die Szene, dauert das länger, und würde mich dann an den gegenüberliegenden Tisch von Iolao sitzen. Wo sitzt er gerade? Da. Wo da? Dahin wahrscheinlich. Sitzen und an meinem Weinglas nippen. Aber mir war der erfolgreich. Nun ja, der Schlaf ist erholsamer als in Yolgomak, aber das Wasser warten. Ich bin froh, wieder in den 12 göttlichen Landen zu sein. Nicht von diesen Träumen zu gequält zu werden. Ja, hier ist es anders als in unserer Heimat. Ich hoffe, ich sehe das wirklich eines Tages wieder. Und ich hoffe, ich sehe bei diesem vermaledeiten Vulkan wieder. Sagte. Wo sitzt der hier? Yalan gerade am Tisch? Sitzt er irgendwo da? Ja, Yalan steht gerade noch in der Mitte der Taverne, da wo die gute Dame zusammengebrochen ist. Iolaus, wer ist diese Frau? So wie ich das aufgefasst habe, eine Bekannte von unserem werten Herrn Ritter. Jemand, der einst für seine Familie gearbeitet hat. Oh, sie hat ihm wohl erzählt, was in seiner Heimat passiert ist. Ja, ich habe versucht, nicht zuzuhören, doch ich glaube, ja, dann hat es sehr gut getan, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich rutsche jetzt mal näher an dich ran. Ich habe, glaube ich, auch einen Verwandten von Yalan gesehen im Schwarzen Palast. Ich weiß noch nicht recht, wie ich es ihm beibringen soll. Wahrlich? Wie? Wo? Im Palast ein Haushofmeister Galottas. Er war eigentlich nun nicht mehr am Leben und doch am Leben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, also eher als Gefangener statt als Freiwilliger? Das ist schlimmer. Ein Untoter. Erfüllt von der Macht Galottas und der Rezentoren der heulenden Finsternis. Ich verstehe. Nun, schwierig. Ich denke, wir sollten es ihm nicht sagen, zumindest nicht jetzt, ansonsten würde er wahrscheinlich auf Stelle zurückstürmen und versuchen, da was gegen zu tun. Wann denkt ihr, würde ein guter Zeitpunkt sein? In Gareth? Dann würde er ein wahrscheinlich guter Zeitpunkt vermutlich nie.
Doch nicht vor einer Reise, die so gefährlich zu scheinen. Vielleicht solltet ihr mal mit ihm privat reden, seine Familie ansprechen, dass er Namen aufsagt, und dann könntet ihr sagen, dass ihr einen ähnlichen Namen schon einmal gehört habt. Vielleicht soll ich diese Neuriten, diese Boron-Priesterin mitnehmen. Wie hieß sie noch gleich? Ihr wisst schon, die hat gestern vorgestellt worden. Ich weiß, wen ihr meint. Ja, vielleicht. Itiliana? Itiliani ist sie, glaube ich. Die Frau Deringer. Genau. Ja, es könnte letztlich sein. Ich glaube, ich werde sie heute Abend mal zu einem Gespräch einladen. Ja. Wir und sollten sowieso mehr. Wie läuft euer Bericht? Ich schiele so halb auf. Oh, ganz gut soweit. Ich habe einige Erfahrungen aufgeschrieben, die ich in der vermaledeiten Akademie dort gemacht habe, was ich dort gesehen habe. Es war. Ich würde es nicht als lehrreich bezeichnen, doch gleichermaßen abschreckend und faszinierend. Schwarze Magie ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Vor allem das, was Sie zwischen den Zeilen gesagt haben, war sehr interessant. Und das Themengebiet, auf das Sie sich nun spezialisiert haben und was Sie mir keineswegs beibringen wollten, ohne dass ich mir ein nettes Halsband anlege. Ach, ihr meint diesen speziellen Kantus? Ja, eine Anti-Anti-Magie hatten sie es genannt. Eine schreckliche Erfindung. Stellt euch vor, ihr wirkt einen Zauber und denkt, ihr seid geschützt, und dieser Zauber durchdringt eure Deckung wie nichts. Ein furchtbares Machwerk. Definitiv. Wobei es durchaus auch mit in guten Händen Gutes anrichten könnte, wenn man den Kantus erringen könnte. Aber ja, in den Händen dieser Magier definitiv kein gutes Zeichen. Aber ich habe so viel mir gemerkt wie möglich. Ich habe so viele Räume gesehen wie möglich. Ich habe mir eine Führung geben lassen. Auch die Bibliothek dort einmal durchschaut nach irgendwelchen Informationen und hoffe, dass zumindest etwas von meinen Erfahrungen in Zukunft helfen kann, der Inquisition, anderen Akademien, wem auch immer. Das ist ein lobenswertes Unterfangen. Vielleicht sollt ihr das auch mit dieser Frau von Spogelsen bereden. Sie ist immerhin sehr erfahren in der Bekämpfung der schwarzen Magie. Oh, sie ist die erste, der ich den Bericht zeigen wollte, definitiv. Nun gut, dann will ich euch nicht weiter stören. Ich glaube, ich muss über den Platz rüber. Ah, ich werde es schon finden, diese Geweihte. Ah, und Abelmir? Ja? Es ist gut, euch wieder in Rom zu sehen. Ach, danke, zu freundlich. Und es tut gut, euch und auch mich selber in wieder vernünftiger Tracht zu kleiden, wie es unserem Stand gebührt. Das Versteckspiel liegt uns nicht, nicht wahr? Keineswegs. Doch worauf ich mich am meisten freue, ist ein gutes Bad zurück in der Zivilisation. Vielleicht fragt ihr die Wirtin von dieser Herberge. Die hat bestimmt noch eins übrig. Ja, die Wirtin, kannst du gerade sehen, ist wohl gerade auf so eine große Leiter getreten und erneuert da die Kerzen von so einem ziemlich großen eisernen Kronleuchter in der Mitte. Also ein bisschen in der Nähe von Jalan auch, wo sie dann die Kerzen auffüllt. Und wenn Abelmir dann nach draußen tritt, um mit einer Seelsorgerin zu sprechen oder sie zu suchen, kannst du dir dein erstes Bad gönnen.